3 Stunden Tageslicht, minus 25 Grad und ein Untergrund, der mehr aus Eis als aus Asphalt besteht. Es sind wohl die unvernünftigsten Bedingungen, unter denen man die erste Fahrt in einem neuen Auto machen kann. Aber genau das passt zu ihm. Hyundai Genesis Coupé, ein heckgetriebener 2+2-Sitzer, der gebaut wurde, nur um Spaß zu machen. Vor allem cool soll es sein, das neue Hyundai Genesis Coupé. Es war eigentlich für den amerikanischen Markt gedacht, 3,8 Liter Hubraum, über 300 PS, Heckspoiler, das klingt alles nach USA, aber es gibt ihn auch ohne Heckspoiler, und zwar mit einem Vierzylinder, einem 2 Liter Turbomotor, der passt besser nach Europa und deswegen kommt er jetzt auch. Insgesamt 2000 Autos bringen die Koreaner nach Europa und allein 800 davon gehen nach Deutschland. Der Seltenheitswert ist dementsprechend groß. Der Hauptmotor soll dabei der 2 Liter Turbo sein. Er hat 214 PS, beschleunigt in 8 Sekunden auf 100 und schafft 222 km/h Spitze. Leider verbraucht er auch 9,3 Liter. Sein großer Bruder macht es besser. Der verbraucht zwar nochmal einen Liter mehr, aber der hat immerhin einen Sechszylinder mit 303 PS und schafft den Sprint auf 100 in 6,3 Sekunden. Bei 240 wird der Hyundai dann elektronisch eingebremst. Wenn man hier vorne sitzt, dann merkt man, es geht um die Freude für den Fahrer. Da hinten, da darf man nämlich maximal 1,70 groß sein, ansonsten macht das keinen Spaß. Hier vorne macht es dafür umso mehr Spaß. Die Lenkung ist präzise, das Fahrwerk richtig knackig und natürlich Heckantrieb, das heißt Driften, das macht richtig Spaß. Wobei man hier auf dem Eis lieber den 2 Liter Turbo nehmen sollte, denn der hat ein bisschen weniger Drehmoment. Die Schaltung ist allerdings ein bisschen hakelig, das heißt, wenn man so wie wir jetzt gerade im Sechszylinder sitzt, dann sollte man sich die 1000 Euro noch gönnen und die Automatik mit Schaltpedalen einbauen. Aber Kontrolle ist was für Spießer. Wer Genesis Coupé fährt, den juckt's im linken Zeigefinger. Denn damit kann man das ESP ausschalten. Und anders als bei vielen Deutschen heißt ESP aus auf Koreanisch auch tatsächlich aus. Und spätestens jetzt wird klar, warum dieses Auto genau hier auf Schnee und Eis sein Zuhause hat. Mit dem Gasfuß lenken, die pure Unvernunft, und gerade deshalb macht es Spaß. Ein heckgetriebenes Coupé mit über 200 PS und das für 30.000 Euro. Das gibt es auf dem deutschen Markt eigentlich nirgendwo anders. Das Hyundai Genesis Coupé ist trotzdem kein richtiges Schnäppchen, denn über 200 PS für 30.000 Euro, das bieten andere auch. Ein richtig gutes Angebot ist aber der hier. 6 Zylinder, über 300 PS, Heckantrieb, Coupé-Linie. Das hier, das ist unsere Empfehlung, denn den bietet so keiner. Das Genesis Coupé ist nicht unbedingt billig und wird deshalb sicherlich ein Exot auf Deutschlands Straßen bleiben. Aber wer sich dafür entscheidet, mindestens 30.000 Euro für 2 Plätze auszugeben, der bekommt Spaß, Drifts und vor allem Seltenheitswert.